Kennst du eigentlich schon mal eine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Wo wir schon bei der Bananenschale sind, ich finde es so wichtig, dass man so ein bisschen eine Connection zu dem Lebensmittel macht, ja? Dass man auch mal die Banane quasi aus der Schale rausholt und mit der Hand isst, ja? Schon mal darüber nachgedacht? Einfach oft einfach nur noch mit der Gabel gegessen, mit dem Löffel gegessen. Diese Connection zu dem Lebensmittel geht oftmals verloren. Genauso, dass viele Menschen zu wenig barfuß laufen. Die Connection zu der Erde geht zu viel verloren, ja? Wie das Ganze jetzt irgendwie zu Hokuspokus-mäßig ist, mir egal, ja. Aber ich finde es wichtig, dass man zu dem, was man zu sich nimmt, auch mal so eine gewisse Connection macht, ja? Wenn du auch der Meinung bist, lass mir gerne einen Daumen da. Bist du auch der Meinung, Uwe? Es gibt zwei synthetische Antioxidantien, ja, BHA und BHT. E320 und E321. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine grüne Bananenschale und eine gelbe Bananenschale. Dein Ernst? So, wenn wir jetzt eine grüne und eine gelbe Bananenschale zusammen mit BHA und BTA, ja, diese alle Antioxidantien, sich auf ein Radikal stürzen lassen, dann muss die prozentuale Anteil von diesem Radikal am Ende sehr, sehr gering sein. Desto stärker ist dementsprechend auch das Antioxidant, ja. Je weniger von dem Radikal noch übrig ist, ja. So, das heißt, wie kleiner der Wert gleich ist, desto stärker antioxidativ hat dann dementsprechend dieser Stoff gewirkt, ja, BHA, BTA oder diese Bananenschale. Und was hier so zu sehen ist, ist zum Beispiel, dass die Essigsäure-Ethylester-Fraktion oder die H2O-Fraktion viel, viel stärker waren als die beiden synthetischen Antioxidantien. Ich fand es sogar viel, viel krasser, dass eigentlich jede Fraktion stärker war als BHA und BTA, als die beiden synthetischen Antioxidantien. Das heißt, egal was du mit der Bananenschale gemacht hast, sie war immer stärker als die beiden synthetischen, die normalerweise in der Industrie so benutzt werden. Auch antibakteriell kann es sich nicht verstecken. Wenn wir das Ganze zum Beispiel mal gegen ein Breitbandantibiotikum laufen lassen können, diese Bananenschalen, dann wurden da bestimmte Fraktionen, Stoffe isoliert aus der Bananenschale und die sind letztendlich nur 25 Mal schwächer als das Antibiotikum, was jetzt gar nicht so schlecht ist, finde ich, für ein ganz normales Lebensmittel, was normalerweise immer in die Mülltonne geschmissen wird. Ein weiterer Versuch, sehr, sehr interessant, und zwar ging es da um die Inhibitionszone, ja? Das heißt, diese Zone, wo keine Bakterien mehr wachsen. Und dann wurde getestet, wieder Bananenschalenextrakt und dementsprechend Isopropylalkohol. Ja? Viele kennen das, mit Alkohol Lebensmittel konserviert werden, dementsprechend 70% sogar Isopropylalkohol wurde genommen. Und der Kranz, wo sich keine Bakterien mehr vermehrt haben, ist größer gewesen in der Bananenschalengruppe. Sogar mehr als in der Alkoholgruppe. Das ist sehr, sehr signifikant. Kommen wir nun mal zu Lebewesen. Zunächst geht es um die Fische. Also, wurden verschiedene Gruppen gebildet, ja? Und zwar B1, B3, B5 und B7. Wofür steht diese Zahl, diese Ziffer? Die steht dafür, wie viel Prozent des Nahrungsmittels, des Fisches, substituiert wurde durch Bananenschalenpulver. Das heißt, bei B1 1%, bei B3 3% und so weiter und so fort. Und dann wurden die bestimmten Immunparameter dieser Fische dementsprechend gemessen, ja? Und zum Beispiel sehen wir hier das Lysozym, ja? Das ist ein Enzym, was die Aktivität über die Immunsystemaktivität Aufschluss gibt, ja? Und wir sehen hier, dass es sich quasi um 15% gesteigert hat, ja? In dieser Gruppe, die letztendlich, in dieser B-Gruppe, die letztendlich dann das Bananenpulver bekommen hat. Des Weiteren wurde das Komplementärsystem untersucht von dieser Fischen. Also Komplementärsystem kennen wir vielleicht. Und zwar, das ist ein System, das sich quasi auf die Bakterienzellen wirft und dann erst seine eigenen Körperzellen an diese Bakterienzelle andocken können und sie dadurch zerstören können. Ja? Das kennen wir alles. Beim HIV zum Beispiel, das ändert immer seine Oberfläche und deshalb kann das Komplementärsystem nicht wirken und deshalb kann man die Viren dementsprechend nicht zerstören. Aber nur, damit ihr schon mal gehört habt, auch das wurde um 25% verschärft. Dann ging es um die Phagozytose, das heißt dieser Mechanismus, inwieweit der Körper dazu befähigt ist, Fresszellen, ja, zu aktivieren, die letztendlich diese Bakterienantigene aufessen. Ja. Auch das hat sich sensibilisiert und dementsprechend um 20% gestiegen. Ja. Und auch die Immunglobuli, also IMG, sind gestiegen, das sind die Antikörper bei dir. Ja? Das heißt, Antikörper wirken immer gegen Antigene, gegen Bakterien und so weiter. Die sind am Anfang gestiegen, jetzt sagt man sich, warum? Und dann später sind sie gesunken, weil alles beseitigt worden ist schon und der Körper keine Antikörper mehr benötigt, um noch Antigene, das heißt Bakterien und so weiter, zu entfernen. Super schön zu sehen einmal hier in der Grafik, ja, dass es später wirklich nach hinten ging, ja, die Antikörperkonzentration. Weil es ja auch schon selbst antibakteriell wirkt, ja, dieses Bananenschalenpulver dementsprechend. Ja, das ist wirklich tolle Wirkung hier.
Dann wurden weitere Antioxidantien getestet, ja, Superoxid-Dismutase, einer der bekanntesten Antioxidantien überhaupt, ja, sehr viele Brokkolisprossen, in Weizengras und so weiter, ein Hauptgrund, warum dieses so stark ist überhaupt, 20% Steigerung. Ja. Und auch Malondialdehyd, ja, Malondialdehyd ist dementsprechend ein Marker für oxidativen Stress, ja, weil es sozusagen die Abbauprodukte angibt von Fettsäuren. Und auch dieser um, wie guess what, 10% gesunken. Anscheinend gibt es aber auch ein zu viel. Hier sehen wir zum Beispiel die Fraktion. 5% Substitution der Nahrungsmittel durch Bananenschalen ist besser als 7%. Also viel ist nicht immer gleich besser. Und wenn wir die gelben Bananenschalen jetzt auf Säugetiere loslassen, haha. So, und wenn wir jetzt diese gelben Bananenschalen auf die Säugetiere loslassen, dann sehen wir, dass hier in dieser Studie 5 Gruppen wurden gebildet. Die eine normale Gruppe, nichts passiert bei den Säugetieren. In die einen haben Tetrachlormethan bekommen, das ist stark leberschädigend. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist so Versuche an Tieren und so weiter. Hey, diese Studie ist frei zugänglich. Ja. Ob ich sie jetzt mir angucke oder nicht, sie ist sowieso da. Ich habe auch noch Lederschuhe im Schrank und ob sie jetzt da sind oder nicht, das macht es nicht besser. Es ist einfach dann schon da. Ja. Also die Leute, die jetzt irgendwie sagen, diese Studie, das macht dadurch nicht besser. Die ist schon gemacht. Ich habe niemanden dafür bezahlt, einen Auftrag gegeben, dass er das für mich tut oder sowas. Ja. Also wirklich die Leute, die dann sagen, oh, der macht aber hier den jetzt. Ne, also kann ich wirklich sagen, der Uwe kennt das zum Beispiel. Ey, Uwe, bleib locker, ey, war Spaß. Tetrachlormethan, ja. Leber wurde geschädigt, das war die Gruppe 4. Dann 2 Gruppen, jeweils 100 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht wurde dann dementsprechend Bananenschalen gegeben, den Säugetieren. Und dann die letzte Gruppe hat dementsprechend Silmarin bekommen. Ja? Und Silmarin ist der Hauptwirkstoff der Mariendistel. Ja? Es ist das Superfood überhaupt für die Leber, für viel Geld wird es verkauft und so weiter. Und das wurde dann dementsprechend getestet, ja? Gegen die Bananenschale. Und es geht auch schon los mit 2 Markern, ja, AST und ALT. Ja, also AST ist Aspartam-Aminotransferase und ALT ist Alanin-Aminotransferase. Sorry. Und das sind 2 Enzyme, die Aufschluss geben über die Leberschädigung. Und man sieht hier in der Kontrollgruppe, die letztendlich das Tetrachlormethan bekommen haben, eine Verschlechterung bzw. eine 10-Fach-Erhöhung dieser beiden Werte. Und jetzt schauen wir mal ganz unten die beiden Werte, bei 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Bananenschale bekommen haben oder dieses dementsprechend Silmarin, ja, aus der Mariendistel. Da tut sich nicht viel. Ja. Die sind beide, haben die Werte wieder enorm verbessert, enorm wieder in den Normalbereich gezogen. Nur, dass das Silmarin gar nicht mal so viel besser ist. Auch die Malondialdehyd-Konzentration, ja, das ist ein Stressmarker. Bei uns hatten wir vorhin schon gehabt, ja. Marker dementsprechend für Abbauprodukte von Fettsäuren dementsprechend. Hat sich ebenfalls halbiert, was ja wirklich sehr merklich ist, nur dass das Silmarin überhaupt nicht signifikant besser ist darin. Und hier sehen wir das Glutathion, GSH, einer der wichtigsten Antioxidantien von unserem Körper, auch selbst gebildet. Und hier sehen wir zum Beispiel auch den Wert des Antioxidants unseres Körpers, das wichtigste, Glutathion, GSH. Und das, die ist, ja, Bananenschale, der Silmarin, ja, der Mariendistel, extrem auf den Fersen hängt, ja, und quasi für etwas, was normalerweise im Müll landet, ja. Und auch die Entzündungsparameter, ja, haben sich halbiert, wo man wirklich klatschen kann. Das ist wirklich Wahnsinn, was diese Lebensmittel dann dementsprechend, diese Stoffe aus Silmarin und der Bananenschale dann reißen. Bei solchen Verschlechterungen, gerade Leberschädigung und so weiter. Aber man muss auch sagen, dass auch hier die Bananenschale der Mariendistel bzw. der Extrakt aus der Mariendistel einfach extrem krass auf den Fersen klebt, ja. Und damit würde ich wirklich die Bananenschale krönen zu einem Art Superfood, sag ich mal, ja, die leider auch viel zu häufig im Müll landet. Ganz einfach, man kann sich's dörren, ne, im Dörrgerät bei 40 Grad und dann dementsprechend zu Pulver verarbeiten, ja. Und was man damit macht? Antioxidativ und antibakteriell. Das liegt bei dir. Ich hoffe, ich konnte dich aufklären, dass nicht alles, was im Müll ist, da auch vielleicht auch hingehört. Und ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen von dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Dabei auf die Glocke drückst, wichtig, damit du immer informiert bist, wenn ein neues Video kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rohvegan am Limit.